In diesem Video beantworte ich eure Fragen zu den asiatischen Disney-Parks. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Q&A zu den asiatischen Disney-Parks, in denen ich ja jetzt vor kurzem war. Ich war ja jetzt, also nur mal kurz, um euch abzuholen, ich war ja auf AIDA-Kreuzfahrt 2 Wochen von Bangkok nach Shanghai, habe während der Kreuzfahrt einen Tag Hongkong Disneyland besucht, weil wir 2 Tage in Hongkong gehalten haben und am Ende der Reise waren wir dann noch 2 Nächte im Toy Story Hotel im Disneyland Shanghai und haben dort auch 2 Tage das Disneyland Shanghai besucht. Ihr habt mich fleißig bei Instagram in meinen Stories verfolgt und auch die Vlogs zu den Parks sind jetzt auch bereits online auf meinem YouTube-Kanal, also schaut da gerne mal rein. Plus die einzelnen Shows habe ich auch nochmal hochgeladen und auch einige On-Rides, damit ihr ein gutes Bild von den beiden Parks bekommt. Und ich habe euch dann gefragt, weil auch viele Fragen während der Reise natürlich über die Parks kamen, was möchtet ihr denn noch wissen? Also habt ihr Fragen generell zu den beiden Parks? Und da kamen einige Fragen von euch, also richtig viele. Vielen Dank für die positive Resonanz an der Stelle erstmal. Und auch, dass ihr mich fleißig begleitet habt in den Stories. Und ja, in diesem Video beantworte ich eure Fragen. Wie gesagt, es gibt schon Vlogs über die beiden Parks. Und es wird auch noch Videos geben zu den einzelnen Parks, genau wie ich was gebucht habe, also wo man was bucht. Mit Tipps und Tricks. Ich werde auch nochmal auf die einzelnen Parks gehen, was man dazu erleben kann. Also das werde ich dann auch nochmal in separaten Videos in der nächsten Zeit zusammenfassen. Dass, falls ihr dann doch nochmal entscheiden solltet, in die Parks zu reisen, dass ihr dann auch nochmal so ein Tipps und Tricks Video zur Hand habt. Ja, bevor wir starten, wollte ich gerne nochmal in Werbung in eigener Sache machen. Also wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt oder neu hier seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen und wenn euch das Video gefällt, dann wie immer einen Daumen nach oben dalassen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, noch weitere, die jetzt hier vielleicht nicht beantwortet wurden, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. So, jetzt legen wir los mit euren Fragen. Welches der beiden Parks fandest du schöner und warum? Ja, dass die Frage kommt, war mir schon klar. Also schöner, und das sieht man auch in den Vlogs, weil ich da einfach emotionaler war, fand ich tatsächlich Hongkong. Und ich fand Hongkong, also erstmal finde ich das Schloss viel schöner in Hongkong als jetzt in Shanghai. Die Größe fand ich ein bisschen besser, weil es halt alles so kompakt war. Und irgendwie habe ich in Hongkong ein bisschen mehr Magie gespürt als jetzt in Shanghai. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich war, in meinem Vlog sieht man, dass ich sehr emotional war, dass ich, als ich in Hongkong angekommen bin, da kam die Emotion bei mir, dass ich so glücklich war, endlich dort zu sein. In Shanghai war ich natürlich auch sehr glücklich, dort zu sein und happy, aber irgendwie habe ich diese Magie nicht ganz so gespürt wie in Hongkong. Keine Ahnung, warum. Und was mir aber in Shanghai besser gefallen hat, sind insgesamt die Attraktionen. Also man merkt, den Park, der hat ja erst 2016 eröffnet, man merkt den Park an, dass er relativ neu ist. Und das sieht man vor allem an den Attraktionen, weil die sind echt anders krass. Also beide Parks haben so Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt aber sagen müsste, würde ich schon sagen, dass mir Hongkong ein bisschen besser gefallen hat. Wie läuft es mit dem Visum ab in Shanghai? Also, und zwar ist das so, wir haben kein Visum gebraucht persönlich, weil es gibt eine Regel für China, und zwar die 144-Stunden-Regel aktuell, Februar. Ne, wir haben schon März, März 2024. Und zwar, wenn man aus einem anderen Drittland einreist nach China und in ein anderes Drittland weiterreist, dann braucht ihr kein Visum für 144 Stunden. Wir kamen ja aus Japan mit dem Schiff und sind dann nach Frankfurt zurückgeflogen. Das heißt, für uns hat die Regel gepasst. Wir haben kein Visum gebraucht und wir waren noch nicht länger als 144 Stunden dort. Ich weiß nicht, wie viel das sind, 4 oder 5 Tage. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet nur nach Shanghai, also Frankfurt, Shanghai und dann wieder zurück, dann braucht ihr ein Visum. Da gilt die Regel nicht. Aber dann würde ich euch empfehlen, macht das, verbindet es mit Hongkong oder mit Tokio. Fliegt vielleicht erstmal nach Hongkong, dann weiter nach Shanghai und dann wieder zurück nach Deutschland. Dann braucht ihr auch kein Visum für 144 Stunden.
Aber es sollte reichen, um Shanghai und auch den Disney Park zu sehen. Wenn ihr natürlich noch weiter in China reisen wollt, nach Peking oder so weiter, dann braucht ihr vielleicht eventuell doch ein Visum. Für Hongkong braucht ihr gar keins oder so. Wo hast du deine Tickets gekauft? Muss man etwas bei dem Kartenkauf beachten? Also, meine Tickets für Shanghai habe ich über Clock gekauft. K-L-O-O-K. Und da kann man auch das Hotel buchen, weil das Problem in China ist, dass man für die App, für die Shanghai Disneyland App, einen Account braucht. Und man kann nur sich einen Account erstellen, wenn man eine chinesische Telefonnummer hat, weil man dann eine SMS bekommt. Man kann zwar die europäische Nummer eingeben, aber da kommt nie eine SMS an. Das heißt, man braucht eine asiatische Nummer, um sich dort in der App einzuloggen. Also eine chinesische Nummer. Aber über Clock braucht ihr das nicht. Wir haben unsere Tickets über Clock gebucht. Das Hotel habe ich über den Account von der Ellie gebucht. Die hat mir da freundlicherweise ihren Account zur Verfügung gestellt. Aber man kann auch das Hotel über Clock buchen. Also ihr braucht nicht unbedingt einen Account. Wenn ihr vor Ort euch dann zum Beispiel eine SIM-Karte holt, dann könnt ihr euch danach einen Account erstellen. Die Hongkong-Tickets gibt es auch bei Clock, aber die haben wir auch über die Webseite selbst gebucht. Was ein bisschen fehlerhaft war im Nachhinein, weil ich habe die Ellie war ja vor kurzem auch in Hongkong und Shanghai. Und bei Clock gibt es oft auch so Special Deals, wo man dann zum Beispiel irgendwas gratis bekommt in dem Shop. Bei uns gab es auch einen Special Deal. Und zwar gab es Rabatt, 11 Euro Rabatt, glaube ich, aufs Mittagessen hatten wir bei den Hongkong-Tickets. Oder sogar 17 Euro, ich weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall ein Meal-Voucher für ein Menü. Und meine Mama war ja da mit ihren Freundinnen und die sind alle über 65 gewesen. Und da kostet das Ticket zum Beispiel nur 11 Euro umgerechnet. Und plus diesen Gutschein für 17 Euro, das heißt, die kam am Ende eigentlich mit Plus raus. Also wenn ihr ältere Herrschaften mitnehmen wollt, lohnt sich das auf jeden Fall. Also wie gesagt, über Clock könnt ihr die Tickets buchen und bei Hongkong auch über die Webseite selbst. Vergleicht da am besten, welches Angebot ist das beste und genau, das klappt dann. Würdest du wieder hinwollen oder reicht es, es einmal gesehen zu haben? Ich würde auf jeden Fall nochmal hinwollen, weil ich natürlich nicht alles sehen konnte, vor allem in Hongkong. In Hongkong waren wir nur einen Tag und das habe ich auch in meinem Vlog gesagt, das ist viel zu wenig. Und ich möchte auch gerne die Hotels in Hongkong sehen und so weiter. Deswegen, ja, auf jeden Fall würde ich nochmal hinwollen in beide Parks, auch Shanghai. Ja, ich habe ja schon in meinem Hongkong-Vlog gesagt, falls Run Disney irgendwann wieder in Hongkong stattfindet, bin ich dabei. Und ja, Shanghai muss jetzt nicht unbedingt jetzt in naher Zukunft sein, aber irgendwann würde ich schon gerne nochmal auch nach Shanghai fliegen wollen. Also mir reicht es nicht, nur einmal dort gewesen zu sein. Das gilt aber generell für alle Disney-Parks. Dann, welcher Park war besser? Habe ich schon beantwortet. Wie kommt man als Europäer zurecht? Beschriftung, Sprache etc. Also in Hongkong ist es nicht so das Problem, weil in Hongkong auch vieles auf Englisch ist. Hongkong war ja sehr lange von den Engländern besetzt und dementsprechend hat man da immer noch sehr viel den englischen Einfluss. Auch in den Parks. Dort spricht auch fast jeder Englisch und die Beschriftungen sind auch in Englisch. Und ja, also Hongkong mit Englisch kommt man nicht so, ist wesentlich einfacher als in Shanghai. In Shanghai, in den Parks und auch, glaube ich, auch in der Stadt eigentlich, in so vielen größeren Gebäuden, hat man auch schon einen englischen Titel, also irgendwas auf Englisch stehen, dass man auch einigermaßen lesen kann. Die Kommunikation mit den Leuten ist ein bisschen schwieriger, da funktioniert meistens Englisch eigentlich gar nicht. Im Disneyland Shanghai war es auf jeden Fall einfacher als in der Stadt, aber auch im Disneyland gab es viele, die mich nicht verstanden haben. Und da war mein Helfer Google Translate. Ich hatte mir die SIM-Karte bei Holyfly gekauft, da war auch mit VPN dabei, das heißt, ihr könnt auch WhatsApp und Instagram nutzen, trotzdem, dass ihr in China seid, das ist ja eigentlich von den Chinesen geblockt. Aber mit dieser VPN-SIM-Karte ging das und da habe ich halt Google Translate benutzt und dann ging es eigentlich ganz gut. Also so, man kam irgendwie mit Hand und Fuß immer ganz gut zurecht. Und auch die Chinesen konnten dann auch immer in Google Maps was sagen und das wurde mir dann übersetzt. Wie kamst du sprachlich zurecht? Kann man mit Englisch und weiter, habe ich gesagt. Wie sind die Preise im Vergleich zu Paris? Ich würde sagen, schon ähnlich. Es war nicht wesentlich günstiger, außer jetzt vielleicht die Seniorentickets. Die waren echt günstig, vor allem für Hongkong.
Die Eintrittspreise waren vielleicht ein bisschen günstiger, wenn man sich jetzt nur einen Single Day anschaut. Aber Merchandise, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht viel krassen Unterschied gemerkt von den Preisen her. Es war auch trotzdem teuer. Und auch das Essen. Also mir ist jetzt nicht unbedingt aufgefallen, dass es wesentlich günstiger ist. Welcher Park war insgesamt sehenswerter? Beide Parks haben irgendwas, was sehenswert ist. Shanghai, die Attraktionen. Und auch Hongkong hat natürlich einige Knaller, vor allem World of Frozen jetzt und auch Attraktionen. Also beide Parks sind sehenswert. Wie waren die Wartezeiten? Also die Wartezeit in Hongkong, da hatten wir echt Glück. Wir waren ja an einem Montag da, soweit ich mich erinnere. Und es war überhaupt nicht voll. Also die Wartezeiten waren super angenehm. Ich glaube, das längste, was ich so gesehen habe, vielleicht war in World of Frozen mit 30 Minuten oder so. Aber ansonsten wirklich war die Warte, außer bei den Charakteren. Bei den Charakteren weiß ich nicht, da waren immer mindestens über fast immer eine Stunde oder mehr. Da steht ja auch keine Wartezeiten. Aber die Attraktionen in Hongkong waren super. In Shanghai am ersten Tag waren die Wartezeiten auch mega gut. Also war das längste, was wir gewartet haben, war, glaube ich, auf in Zootopia sogar selbst war nur eine halbe Stunde und war nicht mal irgendwie Wartezeiten für den Bereich, weil normalerweise, wenn viel los ist, muss man sich anstellen, um überhaupt in den Bereich zu kommen und dann nochmal für die Attraktion. Also am ersten Tag in Shanghai waren auch die Wartezeiten super top. Wir waren da ja an einem, auch einem Montag? Nee, an einem Dienstag. Nee, Montag, Dienstag, genau. Wir waren auch an einem Montag da, da waren die Wartezeiten super. An dem Dienstag dann, einen Tag später, war es wieder voller. Keine Ahnung warum. Ich kann es euch nicht sagen, aber da waren die Wartezeiten auf jeden Fall wesentlich höher. Mit Tron sowas wie 30, 40 Minuten und so weiter. Also keine Ahnung, woran es lag. Welchen der beiden Parks würdest du eher empfehlen? Also wenn ihr mich jetzt festnagelt und sagt, du musst dich jetzt für einen Park entscheiden, dann würde ich Hongkong sagen. Hast du irgendwelche größeren Unterschiede zu DLP, WDW festgestellt? Ja, schon. Also man merkt, dass man im asiatischen Raum ist. Das Verhalten der Asiaten ist nun mal ganz anders als jetzt von den Amerikanern oder Europäern. Und ja, ich habe ja schon gesagt, Shanghai merkt man das an, dass es relativ neu ist, auch an den Attraktionen. Und ja, was sind noch die Unterschiede? Ja, die einzelnen Themenbereiche unterscheiden sich natürlich auch optisch. Die sind nicht alle gleich. Und auch das Essen ist natürlich komplett unterschiedlich. Was ich aber auch gut finde. Ich finde, da wo der Park steht, sollte es auch dementsprechend der Kultur und dem Land auch angepasst sein. Hat man über den Mittag weniger lange Wartezeiten? Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht so feststellen können. Also immer auch während der Parade, also wenn die Parade in Shanghai lief, waren die Wartezeiten geringer. Das ist ja auch so ähnlich wie in Paris. Are the crowds always so low? How are the waiting times? Das habe ich ja schon beantwortet. Also die Crowds, ich glaube nicht, dass die immer so wenig sind. Also ich habe auch schon Vlogs gesehen und Videos und Stories, wo wesentlich mehr ist. Kannst du nochmal erklären, wer Duffy ist? Warum ist er dort so beliebt? Ja, dann nehme ich doch mal jetzt meinen Zettel. Hier, ich habe nämlich noch meinen Duffy-Zettel. Huch. Ich habe ja mir auch einen Duffy gekauft und da war so ein Zettel dabei. Ich habe es auch in der Story gepostet. Also, ja, Duffy. Habe ich hier einen Duffy liegen? Nein, die habe ich schon weggeräumt. Duffy der Bär. Ja, seht ihr es nochmal. Ja, Duffy der Bär. Und zwar, an einem Tag, Mickey war sich am Fertigmachen, um auf hohe See zu gehen. Also Set Sail, also ich weiß nicht, ob er auf irgendwie, er ist halt in die Welt rausgefahren mit seinem Bötchen und auf eine lange Reise. Und Mickey sollte während der Fahrt nicht so alleine sein und hat ihm einen speziellen Teddy gebastelt. Das war jetzt mein WhatsApp auf dem Computer. Hat ihm einen speziellen Teddy gebastelt oder gebaut, ich weiß nicht. Dass den er gerne mitnehmen sollte, damit er sich nicht so alleine fühlt. Und ja, Mickey hat den Teddy geliebt und hat ihn Duffy genannt. Mickey und Duffy sind dann durch die ganze Welt gereist, haben verschiedene spannende Reisen erlebt und haben viele Freunde auf dem Weg gemacht.
Mickey und Duffy haben viele Bilder gemacht mit ihren neuen Freunden und haben Memories, also Erinnerungen für das ganze Leben geschaffen. Und am Ende der Reise sind Mickey und Duffy wieder zurück nach Hause gekommen und haben diese magischen Momente mit Minnie geteilt. So, genau, das ist die Story von Duffy, dem Bären. Und warum er so beliebt ist, ich habe keine Ahnung. Und Duffy hat ja auch schon Freunde. Er hat auch Shelly May und Gelatoni und wie heißt der andere? Lilabell, Cookie Ann und so. Also sind mittlerweile ganz viele Plüschfreunde geworden mit verschiedenen Charakteren. Und jeder macht so sein Ding. So, Cookie Ann ist immer im Backen oder so. Und warum die so beliebt sind, ich habe keine Ahnung. Das hat in Asien irgendwie mal begonnen und die sind echt crazy beliebt, diese Figuren. Also warum, das kann ich dir nicht sagen. Wie war das Essensangebot? Also das Essensangebot, was wir gegessen haben, war immer sehr vielseitig und auch interessant mit diesen asiatischen Suppen. Aber es gab auch Burger, habe ich gesehen, und auch verschiedene Fleischgerichte mit Reis und so. Also das Essensangebot fand ich in beiden Parks sehr, sehr gut. Was it easy to combine Disney Hong Kong and Shanghai? How did you combine this? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Deutsch beantworten soll. Also ich denke mal schon. Es war schon einfach, die zwei Parks zu verbinden, weil sie halt Routen oder weil sie halt Haltestellen auf unserer Kreuzfahrt waren. Deswegen war es schon einfach. Ich habe ja extra auch diese Kreuzfahrt ausgesucht, um halt beide Parks anzusteuern. Und deswegen war es schon einfach, die miteinander zu verbinden, weil sie eh auf dem Weg lagen. Und wir die Zeit hatten auch jeweils beide Parks zu besuchen. Also es war schon einfach. Und am Ende der Kreuzfahrt einfach zwei Nächte drangehangen in Shanghai. Deswegen war es schon relativ einfach. Wie lange sollte man sich für die Parks Zeit nehmen? Also Hongkong, ein Tag ist auf jeden Fall zu wenig. Für Hongkong würde ich auch so sagen, also für beide Parks, glaube ich, würde ich so schon so mindestens zwei, am besten drei Tage. Also nur, wenn man nur die Parks jetzt sehen will, einrechnen. In Shanghai hatten wir zwei Tage, aber durch das Wetter, weil es so kalt war, habe ich am zweiten Tag nicht mehr alles geschafft. Und deswegen allein für die Parks würde ich schon so 2 bis 3 Tage einrechnen. Besser 3, was ich auch mal in Paris sage. Und wenn ihr dann auch sagt, ihr möchtet ins Downtown gehen, jetzt in Shanghai oder die Hotels auch besichtigen, dann würde ich euch vielleicht sogar noch mehr ans Herz legen. Also vielleicht 3 bis 4 Tage, einen Tag vielleicht, um die Hotels noch zu erkunden und auch noch ein bisschen Load zu machen, weil es ist ja natürlich sehr anstrengend. Was war besser, schlechter als in Paris? Also besser auf jeden Fall einige Attraktionen, wie zum Beispiel Peter Pan in Shanghai oder Pirates, das ist ja Nonplusultra. Das Essen fand ich auch viel besser als in Paris, viel abwechslungsreicher. Was ich schlechter fand in den asiatischen Parks als in Paris, schwierig zu sagen. Also nicht, dass ich jetzt Paris super schlecht finde, ich überlege gerade. Brauche ich mal ein bisschen kurz zum Überlegen. Ja, ich habe jetzt kurz mal drüber nachgedacht, aber so viel ist mir nicht eingefallen, außer dass ich das Schloss schlechter finde in asiatischen Park als unser Paris-Schloss. Weil unser Paris-Schloss einfach das Schönste ist, von allen Parks bisher. Aber ich muss sagen, Hongkong hat mir auch sehr gut gefallen, das Schloss. Welchen Bereich Land, zum Beispiel Frozen Land oder Zootopia, hättest du gerne im DLP? Ja gut, Frozen kriegen wir ja und da bin ich auch sehr happy drüber, dass wir Frozen bekommen, weil er war echt schön. Was ich jetzt schade finde, dass wir dann halt diese Attraktion, diese kleine Achterbahn nicht bekommen, weil das hätte in Paris auch noch echt gut reingepasst, aber ist so. Zootopia war auch gut, vor allem die Attraktion war super, aber ich habe gar keinen Bezug zu Zootopia. Ich habe es mir angeschaut und das war auch ein cooler Bereich, aber ich habe so gar keinen Bezug zu Zootopia. Deswegen brauche ich jetzt Zootopia nicht im Disneyland Paris. Und da sonst die Frage ein bisschen ausartet, weitergeht als das Thema jetzt nur um die rein asiatischen Parks, belasse ich jetzt bei der Antwort. Gab es Priority Cards für Schwerbehinderte? Wenn ja, kannst du etwas darüber erzählen? Ja, das habe ich ja schon in den Stories. Das gibt es tatsächlich in beiden Parks, aber ein bisschen anders als in Paris.
Und zwar habe ich auch den Tipp von einem guten Freund bekommen, der auch vor kurzem dort war und er das auch genutzt hat. Und zwar haben wir einmal ein Attest, ein Originalattest vom Arzt in Deutschland mitgebracht. Und ich habe es dann nochmal in Englisch und auf Chinesisch übersetzt. Plus hatten wir auch noch den Schwerbehindertenausweis dabei. Mit dem sind wir beides, mit dem Ganzen sind wir in Hongkong in die City Hall gegangen. Das war ein bisschen schwierig zu erklären. Aber am Ende haben wir es doch bekommen. Und es ist tatsächlich so in Hongkong, also man bekommt so ein Kärtchen. Und es ist nur für die Attraktionen und Shows, glaube ich, in Hongkong. Charaktere in beiden Parks nicht mit diesem schwerbehinderten Priority Card. Und es ist so, in Hongkong geht man dann zu den Attraktionen und dann bekommt man eine Uhrzeit, wann man wieder zurückkommen soll. Also im Prinzip die Wartezeit, die angeschrieben ist, müsst ihr dann virtuell außerhalb warten. Und dann kommt ihr um die Uhrzeit dann wieder dorthin zur Attraktion. Ähnlich ist es in Shanghai, nur dass ihr in Shanghai nicht an den Attraktionen diese Uhrzeit bekommt, sondern an den Infopoints. Es gibt im Park viele verschiedene Infopoints, die findet ihr auch in der App. Und dort habt ihr, da haben wir dann gesagt, wir möchten gern zu Peter Pan oder wir möchten gerne zu Zootopia. Und dann haben sie uns die Wartezeit, die in der App dann steht, draufgerechnet und dann auch die Uhrzeit reingeschrieben. Und dann durften wir jeweils durch den Premier Access Eingang da reingehen zu den Attraktionen mit der neuen Uhrzeit. Das war auch in Shanghai in der App hinterlegt. Also wir hatten dann diese Disneyland Shanghai App und da waren auch die Tickets hinterlegt und da wurden auch diese Disability Cards hinterlegt, weil ähnlich wie beim Premier Access mussten wir dann den QR-Code immer scannen, damit der eingescannt ist. Für Shanghai. Für Hongkong war das nicht so. Also das war da nicht in der App hinterlegt, da hatten wir nur dieses Zettelchen dabei. Genau, und in Shanghai haben wir es nicht in der City Hall gemacht, da haben wir es an den Guest-Info gemacht. Das heißt, wir sind in den Park rein und da habt ihr dieses bepflanzte Gesicht. In unserem Fall war es Judy Hopps, aber es kann auch sein, dass es manchmal Mickey ist oder so. Wenn ihr direkt reinkommt, nach dem Eingang rechts, ist die sozusagen die Guest-Info oder auch die City Hall, ich weiß nicht, wie es da genannt wird. Und da haben wir es dann auch gemacht direkt. Und es war ein bisschen einfacher, weil ich schon einen Zettel aus Hongkong dabei hatte und den im Prinzip nur gezeigt habe, dann haben die mich noch einfacher verstanden. Ja, aber gibt es in beiden Parks, aber wie gesagt, nur für Attraktionen. Und in Shanghai, weiß ich, da gab es es auch für die Shows, glaube ich. Haben wir es irgendwo? Ne, wir haben es nicht für die Shows benutzt. Für die Parade haben wir es so hingestellt und fürs Feuerwerk hatten wir ja auch Premier Access gebucht. Also für die Shows weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht in Shanghai, aber für die Attraktion auf jeden Fall. Welches hat dir mehr gefallen, habe ich gesagt? Hast du in beiden Parks alles geschafft, was du dir vorgenommen hast? Nee, leider nicht. Seht ihr in den Vlogs. In Hongkong viel weniger, als ich mir vorgenommen habe, was ich am Ende echt ein bisschen schade fand. In Shanghai eigentlich habe ich alles gemacht, was ich gerne machen wollte. Ich wäre gerne nochmal zweimal Tron gefahren, also nochmal. Und irgendwas wollte ich noch machen in Shanghai, was ich am Ende nicht gemacht habe. Fällt es mir nicht ein. Also Attraktionen habe ich alle in Shanghai gemacht, die ich machen wollte. Ah, die eine Show habe ich auch nicht gesehen in Shanghai. Genau, diese Street Dance Party. Habt ihr das Hotel und Parkeintritte? Wie habt ihr das Hotel und Parkeintritte gebucht? Das habe ich schon gesagt. Hallo Moni, wie viele Tage braucht man deiner Meinung nach für beide Parks? Das habe ich auch beantwortet. Wirkte immer nicht so voll wie in Paris. Hat es sich dort besser verlaufen oder Leute nicht gefilmt? Ich fand, der erste Tag in Shanghai und auch in Hongkong, der Tag war einfach nicht viel los. Das habt ihr auch manchmal in Paris. Wenn ihr unter der Woche nicht in den Ferien nach Paris fahrt, habt ihr auch weniger Menschen dort. Und das hatten wir halt zum Glück auch an den beiden Tagen. Also es wirkte nicht so, es war wirklich leer. Also am ersten Tag in Shanghai, am zweiten nicht. Wie sind die Kostenunterschiede zu Paris und Orlando? Also Orlando ist ja nochmal ganz was anderes preislich gesehen. Also Orlando ist nochmal viel teurer. Aber ich würde es schon so mit Paris vergleichen. Wie hast du die Wartezeiten bei den Attraktionen empfunden? Nicht so hoch. Also außer am zweiten Tag in Shanghai, ansonsten waren sie sehr relativ gering. Was haben die Parks gekostet? Was hat dich die Verpflegung gekostet? Ich weiß nicht mehr genau, was die Tickets gekostet haben. Ich glaube, so Hongkong war für mich so um die 80 Euro. Und da war ja auch dieses Meal Voucher drin. Das heißt, wir haben da kein Essen nochmal separat bezahlt.
Plus Popcorn hatten wir auch nochmal drin in diesem Ticket. Und aber wir haben ja Early Access gebucht für Hongkong. Das waren auch nochmal 25 Euro, dass wir früher in den Park kommen. Und Premier Access haben wir auch noch gebucht für den ganzen Tag. Das waren auch nochmal 90 Euro pro Person für Hongkong. Für Shanghai die Tickets, die waren auch um die 70, 80 Euro für mich. Und das Essen in Shanghai war auch so um die 15 bis 17 Euro. Ja, aber die Preise variieren auch je nachdem. Also schaut da einfach bei Clock vorbei, dann wisst ihr, was es so kostet. Aber so generell fürs Essen, so 15 bis 17 Euro für so ein Menü, müsst ihr auch schon rechnen in den Disney-Parks. Was hat dich am meisten geflasht? Am meisten geflasht hat mich tatsächlich Pirates of the Caribbean und World of Frozen, wenn ich auch jeweils eins aus einem Park sagen müsste. Was ist nach deinem Besuch dein liebster Disney-Park? Gerne auch mit Rating 1, 2 und 3. Also da mein Herz immer noch bei Disneyland Paris ist und es halt mein Homepark ist, ist Disneyland Paris immer noch einfach auf Platz 1 ungeschlagen. Platz 2, also ich gehe generell, ich gehe jetzt nach den Resorts, jetzt nicht, ich sage jetzt nicht in Walt Disney World, Epcot, Animal Kingdom oder so. Auf Platz 2 würde ich sagen schon Hongkong. Ja. Auf Platz 3 würde ich sagen Orlando. Und dann Platz 4 Shanghai. Bisher. So der aktuelle Stand. Ja. Könntest du bitte eine Rangliste machen deiner Disney-Parks, mit denen du schon warst? Ja, gut, habe ich gerade. Spricht in Shanghai wirklich niemand und niemand Englisch und ist unhöflich zu nicht-asiatischen Ausstehenden? Und ist unhöflich? Also zu mir war keiner unhöflich. Das kann ich auf... war ja auch morgens einmal allein unterwegs, habe irgendwie Leute gefragt, die Fotos von mir machen. Die waren alle sehr nett. Und ja, in Shanghai trifft man nicht viele Englischsprachige. In den Parks versuchen es die Mitarbeiter, aber wenn man irgendwas Komplizierteres sagen will, dann verstehen die einen auch nicht. Deswegen in Shanghai ist es schwierig mit Englisch. Wie lange seid ihr von der AIDA bis ins Disney Shanghai gefahren? 40 Minuten war es von der Stadt bis ins Disneyland. Aber dafür war es vom Flughafen und relativ nah, da waren es nur 20 Minuten. Vom Shanghai Disneyland nach Pudong Airport. Wie schwer ist es mit der Sprache vor Ort? Ist es wie in Paris, zwecks Paraden? Also die Paraden und Shows waren hauptsächlich auf Chinesisch. Das ist halt so wie bei uns in Paris meistens. Das ist halt fast nur auf Französisch. Da war es nicht mal ein Mix aus Englisch und Französisch. Englisch und Mandarin. Außer in Hongkong, da waren die Songs oft auf Englisch, aber die gesprochene Sprache auf Mandarin. Und in Shanghai alles auf Mandarin, also nicht mal die Songs. Und da muss ich sagen, da macht es Disneyland Paris, da muss ich meine Lanze brechen für Disneyland Paris, schon gut, dass auch die Dialoge im Wechsel sind, also Französisch und Englisch, dann versteht man wenigstens ein bisschen. In Shanghai oder in Hongkong waren die Dialoge komplett nur auf Französisch, auf Mandarin, so. Welches Disneyland war besser von beiden? Das habe ich schon gesagt. Wie war es mit den Wartezeiten? Welches würdest du eher empfehlen? Habe ich euch schon beantwortet. Was fandest du in beiden Parks im Vergleich zum DLP besser, schlechter? Wie ist es mit Sprachbarriere? Wiederholen sich. Kann man die Zutaten der Gerichte lesen, falls man vegetarisch, vegan ist? Also die Zutatenliste habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber man kann auf jeden Fall... gibt es auch Zeichen für vegan und vegetarisch. Also das, also vegan weiß ich jetzt nicht, aber vegetarisch auf jeden Fall. Vegan ist schwierig. Ich habe halt nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Ich wollte auch meistens nicht wissen, was drin ist. Ich habe es einfach gegessen. Wie viele Schritte hattest du? Schon so um die 20.000, wenn nicht mehr. Hat dir deine Vorbereitung vor Ort geholfen? Gut geholfen. Achso, die Vorbereitung, die ich vorher gemacht habe. Schon ein bisschen, aber habe ich mich gefühlt trotzdem wie so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Also so ein bisschen hat es mir schon geholfen, aber ich war auch so ein bisschen mit allem sehr überfordert, mit den ganzen Eindrücken und so weiter. Deswegen, ja, aber die Vorbereitungen haben trotzdem schon gut geholfen, um halt auch einen Einblick zu bekommen, wie was wo ist. Wie findet die jeweilige Anfahrt zu den Parks statt?
Also wir sind zu beiden Parks mit dem Taxi gefahren. Es gibt auch die Metro, die zum Beispiel nach Hongkong fährt und ich glaube auch nach Shanghai, aber damit habe ich jetzt keine Erfahrungen. Wo hast du alles gebucht? Taxi zum Hotel, Tickets, reservierte Plätze für Feuerwerk und so weiter. Also Taxi zum Hotel haben wir über Get Your Guide, nee, stopp, nicht Get Your Guide, Clock gebucht. Also das Taxi vom Schiff nach Hongkong Disneyland habe ich über Uber gebucht. Und das Taxi von Shanghai nach, also vom Schiff von Shanghai ins Disneyland Shanghai habe ich über Clock gebucht und auch den Transfer vom Hotel zum Flughafen auch über Clock. Tickets habe ich gesagt auch über Clock und reservierte Plätze fürs Feuerwerk über die App selbst. Was haben beide Parks gekostet? Das habe ich ungefähr angeschnitten. Wie sind die preislichen Unterschiede? Würdest du eher Orlando oder einen anderen der beiden dieser Reise empfehlen? Schwierig. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet entweder nach Orlando oder nach Asien, würde ich erstmal schon sagen, macht erstmal Orlando. Und danach die asiatischen Parks, wenn ihr mich jetzt so fragen würdet. Weil, mein Schloss. Weil Orlando nochmal was anderes ist. Also nochmal von der Größe her auch ganz anders. Aber Orlando braucht auf jeden Fall mehr Zeit. Wie viele Tage würdest du jeweils empfehlen? Habe ich gesagt. Vielen Dank für deinen Content. Dankeschön. Welchen Park fandest du besser? Hongkong, wenn ihr mich festnagelt. Sind die Preise für Merch umgerechnet genauso viel? Ja, ein paar Ohren hat um die 20, 22 Euro gekostet. Also schon, ja, wenn wir jetzt die aktuellen Preise, ein bisschen günstiger, aber nicht wirklich viel. Was hat dir am besten gefallen? Was hat dir nicht so gut gefallen? Also was mir am besten gefallen hat, waren auf jeden Fall die Attraktionen und auch World of Frozen, also was wie Pirates, Tron, Zootopia-Attraktionen. Waren wirklich anders krass. Was mir nicht so gut gefallen hat, war das Verhalten der Asiaten in Shanghai, muss ich sagen. Das Verhalten der Asiaten, das ist halt bei denen so. Das ist deren Kultur und wir finden das komisch, aber die finden im Gegensatz unser Verhalten vielleicht auch komisch. Deswegen, aber die sind sehr, skrupellos ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber die sind sehr rabiat. Wenn irgendwie eine Tür aufgemacht wird für eine Show, die rennen, die schauen nicht links und rechts, die laufen, die schubsen, die drängeln sich vor. Und auch wenn man aus Versehen mal angerempelt wird, da kommt nicht excuse me oder sorry oder irgendwas, da wird gar nichts gesagt. Das wird einfach so hingenommen und es wird weitergemacht. Und das ist halt bei denen gang und gäbe. Da hat sich fast jeder so verhalten. Und wir als Europäer finden das natürlich ein bisschen seltsam. Und auch das generelle Verhalten. Für die ist Schmatzen, in der Nase popeln, auf den Boden spucken, ist bei denen ganz normal. Das macht da jeder und daran muss man sich halt auch gewöhnen, wenn man nach Asien fliegt. Da wird geschlürft und geschmatzt und ja, das ist halt normal da. Also das ist so was mir unbedingt jetzt nicht so gut gefallen hat. Würde in Shanghai auch Englisch gesprochen, in den Attraktionen und Shows? Nein. Hattest du Probleme, etwas zu verstehen oder dich zu verständigen? Also zu verstehen natürlich während des Shows, ja, schon. Mich zu verständigen jetzt nicht, weil ich Google Translate benutzt habe. Wie komme ich an die Tickets? Reicht ein Tag Hongkong, zwei Tage Shanghai, lohnt sich Downtown? Also ein Tag Hongkong finde ich nicht, dass es reicht. Zwei Tage Shanghai ist schon okay, kann man schon reinquetschen, wenn man sich anstrengt und durchzieht. Und Downtown, also das ist ja im Prinzip das Pendant zu Disney Village in Shanghai, ist auch sehenswert. Es gibt coole Restaurants wie das Donald Restaurant oder auch World of Disney und auch andere Shops. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch da durchzuschlendern. Aber es ist nicht ganz so groß. Zu welcher Saison findest du es am schönsten? Na gut, ich war jetzt bisher nur zu einer normalen Saison. Das heißt, das kann ich in den Parks da jetzt vor Ort nicht sagen. Wird man in den Parks auch satt, wenn man den nicht so Asia-Fan ist? Ja, es gibt auch Burger, es gibt andere Snacks, es gibt Kuchen, es gibt Kaffee, also es gibt auch europäisches Essen. Kann man auch in der App danach gucken, was es so zu essen gibt. Was waren deine besten Attraktionen in Shanghai und Hongkong? In Hongkong würde ich schon sagen Mystic Manor und
Frozen Ever After. Noch was in Hongkong? Ne, das waren so die zwei Attraktionen, die mir schon am besten gefallen haben. Und Shanghai, auf jeden Fall Pirates, Tron, ja, und Zootopia. Und Zootopia, Zootopia war auch richtig krass. Wie fandest du in Hongkong Disneyland World of Frozen und in Shanghai Zootopia? Also World of Frozen, beide Bereiche sind nicht unbedingt groß. Also die sind wirklich sehr, sehr klein. World of Frozen fand ich unheimlich schön. Allein zu wissen, dass das nach Paris kommt, ja, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Es ist einfach mega schön. Und auch Frozen Ever After, die Attraktion war total toll. Auch das Merchandise, die beiden Schlösser, der See. Also es war wirklich, wirklich super schön. Und Zootopia, habe ich ja schon gesagt, ich habe nicht so den Bezug zu Zootopia. Der Bereich war super schön, auch die Attraktion ist der Knaller. Aber ich kann nicht so viel mit dem... Ich habe den Film einmal gesehen und deswegen habe ich nicht so die krasse Connection zum Film. Aber was ich gesehen habe, die Details in dem Themenbereich, wie viel Liebe das alles umgesetzt wurde, war schon auch schön anzusehen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, fand ich World of Frozen besser. Welches Disneyland fandest du schöner? Schöner, ja, Hongkong. Gibt es vom Essen her Unterschiede zum DLP? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt asiatischer in den meisten Fällen, aber es gibt auch europäisches Essen oder amerikanisches mit Burger. Wie ist der Tower of Terror da? Es gibt keinen. Oder ich habe ihn verpasst, aber in beiden Parks gibt es keinen Tower of Terror. Gibt es von der Stimmung her Unterschiede zu Disneyland Paris? Von der Stimmung? Schwierig. Ist mir jetzt so direkt nicht aufgefallen. Was hat dir in den Parks am besten gefallen? Was am schlechtesten? Was hat dir am besten geschmeckt? Also die asiatische Suppe in Hongkong und auch in Shanghai fand ich schon echt lecker. Gibt es dort hauptsächlich asiatisches Essen? Nee. Braucht man viel Bargeld? Also wir haben gar kein Bargeld gebraucht, in beiden asiatischen Parks nicht. In Hongkong und in auch Shanghai konnte man überall mit Karte zahlen. Für Hongkong gibt es so viele verschiedene Tagestickets online. Welches ist das Richtige? Weiß ich nicht. Also müsste ich jetzt selbst nachschauen. Das besprechen wir dann in dem Hongkong-Tipps-Video. Das machen wir dann da. Wie viel vorher habt ihr die Tickets für die Parks gebucht über die offizielle Disney-Seite? Die Tickets für die Parks wurden tatsächlich relativ spät erst freigegeben. Ich glaube, Hongkong war kurz vorm Urlaub und in Shanghai selbst sogar war es Shanghai erst kurz vorm Urlaub, so ein, zwei Tage vorm Urlaub und Hongkong war so zwei, drei Wochen vorher. Also die wurden relativ spät freigegeben, die Tickets. Warum? Keine Ahnung. Also wir haben die relativ kurzfristig gebucht. Und nicht über die Shanghai-Tickets, nicht über die offizielle Disney-Seite. Wo hast du die Tickets gekauft? Habe ich gesagt, auf welche Seite hast du, welchen Anbieter? Die Meinung zu den Rides habe ich auch schon mal gesagt, welche ich gut fand. Und in Shanghai, die Rides waren auf jeden Fall anders. Also man merkt, dass der Park relativ jung ist. Welche Charaktere kann man dort so treffen und welche hast du getroffen? Getroffen habe ich leider nicht so viele. Also in Hongkong habe ich Pluto getroffen. Das war der einzige, wo so ein bisschen wenig Wartezeit haben. Ansonsten kann man natürlich Mickey dort treffen, Donald, also Klassiker, aber auch Daffy und Friends. Daffy, Shelley May und Gelatoni und Lina Bell und auch Lotso. Das war so, was ich, glaube ich, in Hongkong gesehen habe. Und in Shanghai, ich glaube, auch Lotso. Auch natürlich die ganzen Daffy und Friends-Charaktere. Dann gab es Goofy und Pluto, Donald und Daisy, Chip und Dale und Mickey und Minnie in besonderen Outfits. Dann habe ich Duff, heißt er Duff? Also der von oben, der Hund und... ja, den Hund und, das war nicht der Opa, das war Russell. Ja, Russell und den Hund. Genau, die beiden haben wir getroffen. Dann Rafiki, King Louis. Ja, das sind so die ich jetzt getroffen habe. Und Jack Sparrow. Wie lange warst du in welchem Disneyland und wärst du gerne länger geblieben? Das habe ich gesagt, wie lange wir dort waren und länger geblieben wäre ich sehr, sehr gerne. Würdest du gerne nochmal die Disneylands besuchen? Auf jeden Fall. Wie hast du dich vorbereitet auf die Disneylands? Ich habe sehr viele YouTube-Videos geguckt, um mich vorzubereiten.
Deine Meinung zu Frozen Land habe ich auch gesagt. Ist es beim dem Fastpass in Hongkong immer ein reservierter Platz für Feuerwerk dabei? Nee, nicht immer. Also ihr müsst schon den Fastpass mit den drei Shows buchen. Wenn ihr nur den Fastpass bucht für die Attraktion, ist das Feuerwerk nicht dabei. Habt ihr für Shanghai das Hotel, die Tickets einzeln gebucht? Gibt es dort auch Pakete? Also Pakete gibt es, glaube ich, nicht so wie bei Disneyland Paris. Wir haben es beides separat gebucht. Mich würde interessieren, wie viel Geld man pro Tag für Essen und die Parks einplanen sollte. Schwierig. Für Essen generell, Merchandise ist ja immer unterschiedlich. Also ich würde schon so sagen, so 25 bis 30 Euro pro Person pro Tag. Ungefähr. Was hat dir am besten gefallen an den asiatischen Parks? Das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ach, so viele Fragen. Was für Unterschiede gibt es zwischen DLP, das habe ich auch gesagt. Gibt es irgendetwas, was dir besser gefallen hat? Wirst du wieder hinfahren? Wenn ja, wie lange? Also beim nächsten Mal würde ich schon so 3 bis 4 Tage pro Park machen. Schönstes Erlebnis in den asiatischen Disney-Parks. Erstmal war für mich das schönste Erlebnis, in Hongkong zu sein. Also in Hongkong Disney, das war für mich das schönste Erlebnis. Und auch die Begegnung mit Jack, muss ich sagen, Jack Sparrow war schon cool. Wie viele Tage, das habe ich auch, ein riesiger Fluch der Karibik-Fan. Kannst du vielleicht die Rides etwas genauer beschreiben? Also ich habe ja schon gesagt, zu den Rides habe ich die On-Rides hochgeladen, auch zu Pirates of the Caribbean aus Shanghai. Wie soll ich den Ride beschreiben? Den gibt's, also das ist einmal die Kulisse, die es dort gibt, die da aufgefahren wurde, also die Live-Kulisse. Ist krass, die zwei Schiffe, die da, und man fährt durch diese zwei Schiffe durch. Dann es geht vorwärts, rückwärts, seitwärts, diese Leinwände, als würde man wirklich, man fühlt sich, als würde man in dem Film drin sein. Und auch durch die Leinwände und die Fahrt der Boote und so weiter, es ist wirklich anders krass. Aber schau dir gerne das online an. Was waren die Highlights? Wie hast du die Besucher und CMs dort erlebt im Vergleich zum Disneyland Paris? Also zu den Castmembern kann ich nicht viel sagen. Die waren sehr nett immer, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, dass sie besonders krass drauf waren. Welche Abendshow fandest du die schönste? Das war auf jeden Fall Momentus. Fand ich unglaublich schön. Das Feuerwerk in Shanghai hat mich nicht so gecatcht. Was war dein liebster Snack? Der Donut in World of Frozen. Welche Attraktion würdest du für Paris wünschen? Ja, welche Attraktion würde ich mir für Paris wünschen? Ich glaube, wenn ich jetzt sage, dann würde ich schon sagen, die Zootopia Ride, weil wir haben ja schon Pirates und die werden das ja nicht umbauen. Oder Tron. Tron fände ich auch cool. Tron oder halt die Zootopia Attraktion oder das Pendant, was ja derselbe Ride ist, ist Mickey's Runaway Railway. Welcher Park war günstiger? Günstiger. Kann ich nicht so sagen. Ich glaube, die waren beides relativ gleich teuer. Gab es Gedränge, Geschubse etc. und lief alles gesittet ab? Habe ich ja schon gesagt. Die Asiaten sind nicht so gesittet. Welches ist dein Favoritpark? Habe ich gesagt, Paris bleibt trotzdem auf Platz 1. Für alle Tipps dankbar. Ja, da kommen noch die separaten Tipps-Videos zu jedem einzelnen Park, weil ich sehe schon, das ist hier schon wieder so lang. Würdest du etwas zu den Kosten sagen? Gibt es Schwierigkeiten bei der Buchung? Ja, nur, dass ihr in Shanghai, wenn ihr keine chinesische Telefonnummer habt, schlecht über die App buchen könnt. Haben deine Mama und ihre Freundin auch immer Spaß an den Disney-Parks? Also ich würde sagen schon, sonst würden sie ja nicht immer mitkommen. Die waren ja auch schon in Orlando mit dabei, 10 Tage und auch auf der Disney Cruise. Und ja, sonst würden sie halt nicht mitkommen. Klar, für die ist es mittlerweile auch sehr anstrengend und so weiter. Aber ich denke schon, dass sie Spaß haben. Welche verschiedenen Kräfte, das ist irgendwas anderes, das hat nichts mit Disney zu tun, die Frage. Was waren deine Highlights und was könnte man deiner Meinung nach besser sein? Ja, das habe ich eigentlich auch schon soweit. Ganz gut beantwortet. Ja, das waren eure ganzen Fragen. Ihr habt so viele Fragen gestellt. Puh. Ja, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseren Einblick bekommen zu den Parks.
Und wie gesagt, ja, es gibt noch die Vlogs, wo ihr euch alles ansehen könnt, die einzelnen On-Rides, die einzelnen Shows. Und ich werde noch Tipps und Tricks zu Hongkong und auch Shanghai geben, so gut ich es kann. Mit den Links zu den Seiten, welches Ticket ihr am besten buchen sollt etc. Darauf musste ich mich halt ein bisschen mehr vorbereiten, aber das kommt dann noch. Ja, und wenn ihr noch mehr Fragen habt, gerne unten in die Infobox, in die Kommentare. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.